Die eigentliche Revolution ist, dass jedem Menschen jeglicher hypnotischer State und Zustand frei zur Verfügung steht, zugänglich ist. Wir können uns in praktisch jeglichen Zustand hineinversetzen, diesen wahrnehmen, von praktisch innen heraus, aus einer Verschmelzung heraus, aus dem Blickwinkel heraus wahrnehmen, reflektieren, handeln und wieder zu uns selbst zurückkehren. Dazu gehören auch Zustände, Archetypen, Rollen wie Mann, Männlichkeit, Frau, Weiblichkeit, Vater, Mutter, Sohn, Tochter und so weiter. Wir können uns in alle diese Positionen, Rollen, Archetypen hineinversetzen und diese wahrnehmen, regelrecht mit diesen Positionen verschmelzen und reflektieren, unsere eigenen Erfahrungen daraus ziehen, wieder zu uns selbst zurückkehren und dort praktisch analysieren, was wir daraus mitnehmen wollen und was nicht. Dabei ist ein Unterschied zwischen rein archetypischen Rollen, rein Archetypen. Also versetze ich mich jetzt in eine Rolle eines Archetypus, zum Beispiel Vater, oder möchte ich tatsächlich aus der Position meines eigenen Vaters etwas wahrnehmen, beurteilen und reflektieren? Genauso versetze ich mich jetzt tatsächlich in die Rolle meiner Mutter, oder in eine ganz konkrete Person hinein. Oder in den Archetypus der Mutter schlechthin, der Muttergöttin, wenn man so will. Ich möchte vorwegnehmen, dass jeder, der mit diesen und ähnlichen Begriffen wie Mann, Frau, Vater, Mutter und so weiter, Traumas verbindet und sich bewusst ist, dass das triggert, den würde ich empfehlen, das sein zu lassen und nicht ohne eine wirkliche fundierte Begleitung durch solche Prozesse hindurchzugehen. Zentral ist dabei, wirklich wieder zu sich selbst zurückkehren zu können, was ich durch die Selbstumarmung ausdrücke. Wenn man sich dazu befähigt fühlt und in der Lage ist, zu pendeln, wie bekannt aus dem Somatic Experience nach Peter Levine, also immer dann, wenn man dann den Eindruck hat, dass man dass zu viel hochkommt oder dass es einfach genügt, dann wieder zurückzukehren an den eigenen sicheren Ort, tief in sich selbst, tief mit sich selbst, dann ist vorstellbar, dass man sich durch so einen Beitrag wie diesen hier oder auch andere, die ein gewisses Triggerpotenzial haben, durchzuhören und an den entsprechenden Stellen einfach anzuhalten oder auch abzubrechen. Und dann erstmal zu sich zurückzukehren, sich selbst in den Arm zu nehmen, bis sich dieses wohlige Gefühl der Selbstannahme nicht nur im eigenen Brustkorb, sondern letztlich über den ganzen Körper ausgebreitet hat. Alle anderen, die ein grundsätzlich positives Gefühl damit verbinden, sich in die Rolle oder den Archetypus des männlichen oder weiblichen, der Vaterrolle oder der Mutterrolle im Konkreten oder Allgemeinen hineinzuversetzen und einfach wahrzunehmen, empathisch wahrzunehmen, was das mit einem macht und dabei womöglich über sich selbst hinauszugehen und mit einem solchen Archetypus regelrecht so weit wie möglich zu verschmelzen, um tatsächlich wie aus dem Innersten heraus die neue Position oder den Blickwinkel zu reflektieren, wahrzunehmen, zu verinnerlichen, um dann schlussendlich auch wieder bei sich selbst anzukommen. Ganz bei sich, ganz tief bei sich, authentisch bei und mit sich, um dann auszusortieren, was nehme ich aus der Erfahrung mit, was nicht, was nehme ich, was gehört zu mir, weil ich es tragen und klären kann, das nehme ich an. Was nicht zu mir gehört, das gebe ich ab, gebe ich dorthin, wo es geklärt und geheilt werden kann.
All diejenigen, die hiermit ein positives Gefühl verbinden, die heiße ich herzlich willkommen auf diese wundersame Reise der hypnotischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Wir sind aber bereits mitten im Thema, denn wenn für mich die Männlichkeit oder Vaterrolle, beziehungsweise das als konkrete Person etwas triggert, so dass ich, wenn ich mich damit da hineinversetze und damit in eine Verbindung gehe, wenn ich das Gefühl habe, dass das etwas triggern und nach oben spülen kann, dann zeigt dies relativ klar, dass die Begriffe und Archetypen selbst zunächst gereinigt werden müssen. Dass die Begriffe, dass wir Unterschiedliches mit diesen Begriffen verstehen und begreifen und dass wir damit auch unsere alten und bisherigen Bilder mitsamt aller unserer Vorurteile und Erfahrungen und Verletzungen adressieren und nach oben spülen und dann eben entsprechend auch durchmachen müssen, wenn wir uns hypnotisch hineintrancen. Also brauchen wir Begriffe, die relativ rein sind. Auf der anderen Seite können wir aber auch uns mit den negativen Anteilen, mit dem, wo wir wissen, dass Entwicklungspotenzial ist, gewisserweise in Verbindung gehen, um diese dann im Herzraum, in der Selbstumarmung und in der Selbstannahme anzunehmen, zu halten und dahinschmelzen, sich auflösen lassen, dass sie hochkommen können, sich zeigen können und vergehen dürfen. Der eine Weg führt also dahin, sich mit den negativen Anteilen, die uns bereits bewusst sind, direkt zu konfrontieren und diese aufzuarbeiten. Und der andere Weg führt in die Richtung, sich mit den reinen, klaren, rein liebevollen, lichtvollen Archetypen in ihrer Urform, in ihrer Reinform zu verbinden. Dabei ist recht spannend, dass wir Begriffe wie Vater, Mutter, Gott verwenden können, ohne dass wir damit aussagen, ob es diese gibt oder nicht gibt. Auch ohne, dass wir durch Erfahrungen, die wir dann damit haben, in irgendeiner Form beweisen würden, dass es diese gibt oder eben nicht gibt. Der Punkt ist, dass wir dabei, wenn wir damit in eine tranceartige, meditative, hypnotische Verbindung gehen, dass wir mit dem in Verbindung gehen, was wir darunter verstehen. Wir gehen mit dem in Verbindung, was tief in uns unsere Absicht und unser Bild davon ist. Das heißt, dass wir damit nicht beweisen, wenn wir besonders heftige Erfahrungen dann damit haben, wenn wir uns mit der Muttergöttin oder dem männlichen Göttlichen in Verbindung gehen und damit verschmelzen, wenn wir besonders heftige Erfahrungen damit haben, ist das kein Beweis dafür, dass es diese männliche Gottheit, den männlichen Gottesarchetyp oder auch den weiblichen gäbe, auch wenn es besonders beeindruckend sein mag. In erster Linie ist es das, was wir aus unserem Innersten, aus unserer Absicht und aus unserem eigenen Bild heraus in den Archetyp hinein interpretieren. Diese göttlichen Archetypen haben allerdings einen gewissen Vorteil. Sie sind von der Grundüberzeugung der meisten Menschen her gewisserweise rein. Nicht nur liebevoll, sondern auch heilsam. Das heißt, wenn wir gewisserweise mit dem weiblichen oder männlichen Aspekt eine Verletzung assoziieren, dann würden wir, wenn wir mit dem Muttergottesaspekt oder männlichen Gottesaspekt in eine hypnotische Verschmelzung gehen, grundsätzlich, soweit unsere Überzeugung damit identisch ist, in einen heilsamen Zustand der Verarbeitung auch dieser Schmerzen und Verletzungen gehen.
Wichtig ist dazu, was für ein Bild wir von dem jeweiligen Gottesaspekt haben. Wenn nach der eigenen Überzeugung diese Gottesaspekte, Archetypen nicht böse, sind, keinerlei Verletzungen in sich tragen, sondern im Gegenteil sogar die Heilung dieser, dann können wir auch davon ausgehen, dass der Prozess entsprechend verläuft. Wenn wir aber die Vorstellung davon haben, dass es sich um einen strafenden Gott handelt, ob nun weiblich oder männlich, dann würden wir auch diese Aspekte in diesem Bild, in dieser Projektion, in diesem Archetypus erleben. Auch dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es den Archetypus als solches nicht geben muss, sondern dass er praktisch gebildet und geschöpft wird durch unsere eigene Absicht, mit ihm zu arbeiten. Dies ist auch ein ganz interessanter Hinweis darauf, wie wir Menschen Sprache verwenden, beziehungsweise die Vorstellung, dass wir durch die Veränderung der Sprache etwas im Innersten der Menschen verändern würden. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass das möglich ist. Im Gegenteil, sicherlich gibt es Ebenen und Aspekte, wo die Sprache direkt auf den Menschen wirkt. Wir dürfen aber dabei nicht ausblenden, dass hinter der Sprache die bisherigen Erfahrungen, die wir mit dem jeweiligen Wort haben, liegen und auch die Absichten, die wir dann in der Arbeit mit dem jeweiligen Wort ausdrücken. Das heißt, wenn wir in Verbindung mit einer dieser Worte gehen, oder anders ausgedrückt, indem wir die Worte verändern, verändern wir nicht die Grundüberzeugungen und Erfahrungen, die ein Mensch mit dem jeweiligen Wort hat. Damit sind die tiefen Verletzungen nicht geheilt, die man gegebenenfalls mit dem einen oder anderen Wort hat, sondern nur das Wort verändert sich, was womöglich die darunterliegenden Prozesse ein bisschen triggert und anregt und damit womöglich auch an die Oberfläche spült. Und hat man eine verarbeitende Grundhaltung oder weiß, wie man damit umgehen soll, wenn Empfindungen, alte Traumas und Verletzungen hochkommen, dann ist dies auch eine Gelegenheit zur Verarbeitung. Aber allein durch die Veränderung der Worte, die wir verwenden, ändert sich nicht auf der tiefen Ebene die Verletzungen und Erfahrungen, die wir damit hatten. Dazu sind tiefe therapeutische oder hypnotische Prozesse notwendig. Und wenn wir die nicht haben, verändert die reine Veränderung eines Wortes erstmal gar nichts. Die Ebene der Entscheidung oder die Ebene der Wirkung oder die Ebene der Realität als solches, die liegt um Dimensionen tiefer als die Sprache oder die Gedanken. Auf der Ebene von Absicht, auf der Ebene unserer Überzeugungen und auf der Ebene unserer Erfahrungen, die wir damit verknüpfen. Wie in dem Video Hypnotische Systemik erklärt, kann es Sinn machen, für die verschiedenen Archetypen, die man durchlaufen möchte, mit denen man Erfahrungen machen möchte, auf Notizzettel oder Karteikarten zu notieren und dann in diese einzusteigen, also sie praktisch auf den Boden zu legen, vor sich auszulegen. Man kann damit beginnen, sie einfach erstmal wahrzunehmen und dann letztendlich in die jeweilige Rolle, in die jeweilige Position, in den Prozess einzusteigen, indem man auf die jeweilige Karte sich draufstellt und dann wahrnimmt, was für ein Prozess im eigenen Körper abläuft, während man sich praktisch vorstellt, dass man sich hineinversetzt in diese Rolle, in diese Position. Nicht vergessen, immer jeweils danach auch wieder herauszugehen und möglichst durch so etwas wie die Selbstumarmung, wofür ich ja auch ein eigenes Video gemacht habe,
wieder ganz und vollständig zu sich selbst zurückzukehren und spätestens dort dann auch zu reflektieren, was nehme ich daraus mit und was nicht, was gehört zu mir und was nicht, was gehört zu mir und trage ich und kläre ich auch, weil ich es tragen kann und was gebe ich ab und lasse ich los, weil es eigentlich nichts mit mir zu tun hat, gebe ich dorthin, wo es ebenso geklärt und geheilt werden kann. Zum Einstieg wünsche ich mir, dass wir mit der Selbstumarmung aus Gründen beginnen. Also lege einfach mal deine Arme um deinen eigenen Körper und halte dich und fühle, nehme wahr, was das mit dir macht. Kuschel dich regelrecht in dieses Gefühl der Selbstwahrnehmung und des sich selbst Haltens. Sich selbst in einer Umarmung halten, kuschel dich dort hinein. Achte darauf, wie du dich selber wahrnimmst, wie du mit deiner eigenen Wahrnehmung durch deinen Körper hindurchgehst. Und jetzt nehme dich mal besonders liebevoll und zärtlich wahr. Gehe mit einer besonders liebevollen, streichelnden, zärtlichen Selbstwahrnehmung durch deinen Körper und lasse die Beurteilungen, Selbsturteile regelrecht von dir abfallen und gehe vorsichtig, liebevoll, zärtlich mit deiner eigenen Aufmerksamkeit durch deinen ganzen Körper. Nehme dich liebevoll, zärtlich und langsam wahr. Allein das verändert schon die ganze Wahrnehmung. Nun kuschel dich mehr ein in dieses Gefühl, dich selbst zu halten von Herzen und lass, selbst wenn es nur ein Funken ist in deinem Herzen, lass diesen wachsen. Und wenn du damit Schwierigkeiten hast, dann atme einfach mal tief ein und halte die Luft an, solange du kannst, und spanne deine Muskeln im Brustkorb an, so fest du nur kannst. Solange du kannst, so fest du kannst, und lass sinnbildlich alles hochkommen an Ballast, was du nicht mehr brauchst und jetzt loslassen kannst, praktisch eine ganze Portion. Und wenn du nicht mehr kannst, dann lass es einfach raus. Und achte darauf, wie es sich anfühlt, dass dein Körper sich an diesen Stellen entspannt. Fühle der Entspannung nach. Tu noch den einen oder anderen Bereich gezielt entspannen, wenn du wahrnimmst, dass dort noch eine Anspannung ist. Das kannst du auch unterstützen, indem du ganz gezielt den einen oder anderen Muskel anspannst und dann bewusst loslässt und auch hier der Entspannung nachfühlst. Achte darauf, wie sich Entspannung anfühlt und wo sich bei dir die Entspannung am deutlichsten zeigt. Und gehe genau da in das kuschelige Gefühl der Selbstannahme, des Selbstumarmens hinein und lass diesen Raum sich ausweiten in die Entspannung hinein. Und dann lass diesen Raum der Entspannung sich ausweiten nach unten und nach oben in Richtung vom Bauch und in Richtung vom Hals. Und auch hier. Wenn wir Schwierigkeiten mit sowas haben, dann atmen wir tief ein, halten die Luft an und spannen die Bereiche so fest wir können an. Jetzt gehen wir erstmal nach unten und spannen den Bauch an, so fest wir können, den gesamten Bauchraum, Solarplexus, den ganzen Bereich abwärts vom Brustkorb spannen wir an. So lang wir können, so fest wir können. Lassen symbolisch alles hochkommen
was jetzt dran ist, losgelassen zu werden. Und wenn du nicht mehr kannst, dann lass los, lass alles heraus und achte darauf, wie sich dieser Bereich entspannt, wie sich das anfühlt, dass dieser Bereich, den du gerade angespannt hast, wie sich das anfühlt, wenn sich dieser entspannt. Und lass den Herzraum, das kuschelige Gefühl der Selbstannahme sich auch ausweiten nach unten in Richtung Bauchraum. Nehme vor allem wahr, wie es sich anfühlt, wenn du diesen Bereich entspannst. Schalte komplett um auf die Entspannung. Fühle nach und entspanne noch den einen oder anderen Bereich gezielt. Wenn du bemerkst, dass hier und da noch Muskel angespannt sind, dann kannst du die entweder loslassen oder versuchen, gezielt anzuspannen und eben auch gezielt und bewusst loszulassen. Gezielt und bewusst in die Entspannung gehen, in auch diesen Bereich. Und lass den kuscheligen Herzraum sich in all diese Bereiche ausbreiten, die du soeben entspannst. Und dann pendeln wir aus. Darunter verstehe ich, dass man nach dem Luftanhalten und dann Loslassen darauf achtet, dass der Atem einfach wieder zurück zum natürlichen Atem kommt, von ganz alleine. Und diesmal gehen wir nach oben. Also nochmal tief Luft einatmen, anhalten. Und jetzt die Schultern, Arme, Hände anspannen, richtig Fäuste ballen, wie als würde man da mit Wut reingehen. Anspannen, so fest wir können, während wir die Luft anhalten. Und das so lange wir können, so fest wie wir können. Und dabei sinnbildlich alles hochkommen lassen, was jetzt losgelassen werden kann. Die Portion, die als nächstes dran ist, praktisch hochkommen lassen, solange wir können. Und dann, wenn es nicht mehr geht, auch diesen Bereich loslassen auf einen Schlag. Fühlen, wie sich's anfühlt, wenn dieser Bereich sich entspannt. Die ganze Konzentration, die ganze Wahrnehmung fokussiert sich auf die Entspannung und wie sich diese anfühlt. Und wie der Herzraum, das kuschelige Gefühl der Selbstannahme sich auch in diesen Bereich hinein ausweitet. Und auspendeln, wieder zum natürlichen Atem zurückkommen. Dann, wenn wir wieder so weit sind, dann tief einatmen, Luft anhalten. Und den Becken anspannen, den Beckenboden, die Muskeln, die wir dort lokalisieren können, den einen oder anderen gezielt anspannen, so fest wir können und so lange wir können. Alles hochkommen lassen, was als nächstes dort dran ist, losgelassen zu werden. Und dann, wenn wir nicht mehr können, auch hier. Mit einem Mal umschalten auf die Entspannung und loslassen, nachfühlen, wie sich die Entspannung dort anfühlt, wie es sich anfühlt, wenn sich der Becken, Boden bewusst entspannt, der Entspannung nachfühlen, noch den einen oder anderen Muskel nachträglich loslassen oder eben nochmal gezielt anspannen und gezielt und bewusst loslassen. Der Entspannung nachfühlen und wahrnehmen, wie sich der Herzraum, die kuschelige Selbstannahme, die Umarmung ausweitet, auch bis runter Bauch und Becken. Und dann pendeln wir aus. Und wenn es sich wieder gut und passend anfühlt, dann tief einatmen, Luft anhalten. Und den Hals und den Kopf anspannen, so fest wir können. Die Muskeln, die wir dort wahrnehmen, die jetzt dran sind, so fest wie wir können, anspannen, hochkommen lassen, was hochkommen will.
was jetzt dran ist, um gelöst zu werden. Und dann, wenn wir nicht mehr können, dann ausatmen, mit einem Schlag umschalten auf die Entspannung, nachfühlen, wie sich die Entspannung in Hals- und Kopfbereich anfühlt, den kuscheligen Raum der Selbstannahme ausweiten lassen auf auch Hals- und Kopfbereich, den ein oder anderen Bereich noch nachträglich entspannen und weiter ausweiten lassen. Gegebenenfalls gezielt etwas anspannen, um es dann auch gezielt und bewusst loslassen zu können. Und fühlen, wahrnehmen, wie es sich anfühlt, wenn der Herzraum sich weitet, auch in den Hals und den Kopf hinein. Und dann auspendeln, wieder zum natürlichen Atem zurückkehren. Und dann nochmal tief Luft einatmen, anhalten. Und die Beine und die Füße anspannen. Die Füße, als wären wir ein Äffchen, das sich an einem Baum, an einem Ast festhält, verkrampfen. So fest anspannen, wie wir nur können. Gezielt anspannen, so lange, wie wir das können. Hochkommen lassen, was hochkommen will, was jetzt gelöst werden will, was dran ist. Und dann mit einem Schlag loslassen, wenn wir nicht mehr können, der Entspannung nachfühlen, gezielt entspannen, nachfühlen der Entspannung, gezielt loslassen, vielleicht nochmal den einen oder anderen Bereich gezielt anspannen, um ihn auch ebenso bewusst loslassen und entspannen zu können und wahrnehmen, wie sich der Herzraum auch weitet bis runter in die Beine, bis in die Füße hinein. Und auspendeln. Und dann, wenn wir wieder so weit sind, tief Luft einatmen und anhalten und jetzt nochmals die Bereiche anspannen, wo wir das Gefühl haben, dass wir jetzt noch was loszulassen haben, wo etwas ist, was sich meldet regelrecht, sich zeigt, gezielt anspannen, so fest wir können. Hochkommen lassen, was hochkommen will, solange wir das können. Und dann, wenn wir nicht mehr können, loslassen, rauslassen und dort in die Entspannung gehen, der Entspannung nachfühlen, die Bereiche nachträglich entspannen, den einen oder anderen Bereich vielleicht nochmal gezielt anspannen, um ihn bewusst loslassen zu können. Und den Herzraum, das kuschelige Gefühl der Selbstannahme auch in diese Bereiche hineinfließen lassen und auspendeln. Und dann, wenn wir wieder so weit sind, nochmals tief Luft einatmen, anhalten und dann den Körper ganz, sich ganz anspannen, die Ganzheit wahrnehmen. So wie wir uns jetzt im Moment ganz fühlen, auch ganz anspannen, von Kopf bis Fuß, das, was wir sind, das ganze Paket, von Kopf bis Fuß und aus dem Innersten heraus bis zur Haut anspannen, solange wir können, diese Ganzheit anspannen. Und wenn wir nicht mehr können, dann ganz umschalten in die Entspannung und nachfühlen, wie sich die Ganzheit in uns entspannt, wie wir uns ganz entspannen und wie sich die Entspannung auch in unsere Ganzheit hinein ausbreitet, wie sich der Herzraum in die Entspannung hinein ausbreitet und dann auspendeln, zum natürlichen Atem zurückkehren. Nochmals tief einatmen, wenn wir dann wieder dran sind, wenn es sich wieder gut anfühlt. Die Luft anhalten und nochmals in die Ganzheit gehen, die Ganzheit anspannen. Wie fühlt es sich an, ganz zu sein? Was ist unsere Ganzheit? Was bin ich ganz? Wie fühle ich mich ganz an? Und das spanne ich ganz an, so sehr ich kann, solange ich kann. Und dann nochmals loslassen und ganz in die Entspannung rübergehen.
komplett von Kopf bis Fuß, so sehr wir das jetzt können, in die Entspannung gehen, der Entspannung nachfühlen, nachträglich noch den einen oder anderen Bereich loslassen und entspannen lassen. Vielleicht hier oder da nochmal gezielt anspannen und gezielt loslassen. Und so sehr, so gut, wie wir das jetzt im Moment können, Stück für Stück in unserer Ganzheit umschalten auf Entspannung. Und jetzt fühle dich einfach mal hinein in Männlichkeit oder Weiblichkeit. Was löst in dir am meisten Resonanz aus? Wo hast du das Gefühl, dass am meisten Energie frei wird? Was fühlt sich so an, als wäre es jetzt als nächstes dran? Und entscheide dich, welchen dieser States wir jetzt als erstes angehen. Das heißt, den anderen nehmen wir dann danach. Entscheide dich einfach, was jetzt dran ist. Und dann gehen wir das Ganze nochmals auf die gleiche Art und Weise durch, speziell für das Gefühl, für die Wahrnehmung von Männlichkeit oder Weiblichkeit. Also atme tief ein, halte die Luft an, spanne deinen ganzen Körper ganz von Kopf bis Fuß an. Und fokussiere dich entweder auf die Männlichkeit oder auf die Weiblichkeit, solange du kannst. Und wenn du nicht mehr kannst, dann lass los und geh mit dem ganzen Körper in die Entspannung und lasse an den Stellen, die sich entspannen, dein persönliches Gefühl für Männlichkeit oder Weiblichkeit auftauchen. Es genügt auch, wenn du nur einen Ansatz davon dann hast. Lass diesen Bereich mit der Entspannung sich ausweiten, lass ihn auftauchen. Nehme das Gefühl erstmal so an und wahr, wie es im Moment auftaucht. Wenn du das Gefühl hast, dass dort unangenehme Empfindungen mit nach oben kommen, dann geh mehr in die Selbstumarmung und halte dieses Gefühl, halte das, was sich unangenehm anfühlt, in dieser Selbstumarmung, halte es wie von Herzen und lass es dahin schmelzen. Halte es so lange, bis es sich aufgelöst hat. Lass es sich zeigen und halte es von Herzen. Es darf da sein, es darf sich zeigen, es ist so lange da, wie es nun mal da ist. Aber du kannst auch darauf achten, wie es nicht sonderlich fest ist, sondern gewisserweise in Fluktuation und Bewegung, also ein Prozess. Und fühl dich einfach hinein in dieses Gefühl, was dabei passiert, und lass diesen Prozess ablaufen, lass ihn sich entfalten und lass ihn sich zeigen und halte ihn von Herzen. Wenn du das Gefühl hast, dass das so nicht funktioniert und du nicht halten kannst, dann solltest du an dieser Stelle abbrechen. Und mehr erstmal an der Selbstumarmung arbeiten und mit dir selber, mit dem Pendeln dich langsam dahin wagen an die Männlichkeit oder an die Weiblichkeit. Wenn sich das für dich grundsätzlich gut anfühlt, dann lass uns weitergehen. Atme tief ein, halte die Luft an, solange du kannst, und lass uns zunächst den Brustkorb anspannen, so fest du kannst, solange du kannst. Und wenn du jetzt umschaltest, lass dieses Gefühl, was du angepeilt hast, den State, lass den im Brustkorb genau da, wo du dich entspannst, auftauchen und ausbreiten, genau in die Entspannung hinein.
Gefühl der Entspannung nach, entspanne den einen oder anderen Bereich nochmals bewusst, pendel aus, kehre wieder zurück zur natürlichen Atmung. Und wenn du dich dann bereit fühlst, dann nochmal tief Luft einatmen und anhalten und dann den Bauchraum anspannen. So fest und so lange du kannst. Wenn du jetzt loslässt, dann lass das angepeilte Gefühl, den State, die Rolle, den Prozess in dir auch in den Bauchraum hinein auftauchen und sich ausbreiten in die Entspannung hinein. Dann auspendeln. Zurück zum natürlichen Atmen. Und dann nochmals tief Luft einatmen, anhalten, Wirbelsäule rauf, Schultern, Arme, Hände, bis in das Fingerspitzengefühl, bis in das feine Fingerspitzengefühl. Anspannen, Fäuste bilden, so fest du kannst, wie Wut. Alles hochkommen lassen, was jetzt dran ist. Und dann, wenn du nicht mehr kannst, loslassen und umschalten, in die Entspannung der Entspannung nachfühlen und das angepeilte Gefühl, den angepeilten State sich auch ausbreiten lassen, bis in die Schultern, Arme, Hände, bis in das Fingerspitzengefühl. Und wenn es im Fingerspitzengefühl angekommen ist, dann nimm deinen ganzen Körper mit diesem Fingerspitzengefühl wahr. Auf diese feine, sensible Art und Weise von Kopf bis Fuß. Und weiter auspendeln, zurück zum natürlichen Atmen. Und dann, wenn es wieder passt, wieder tief Luft einatmen, anhalten. Und jetzt das Becken anspannen, so fest du kannst. Im Beckenboden die Muskeln, die für dich da auftauchen, die für dich greifbar sind, spanne sie gezielt an, so gezielt wie möglich und so fest wie möglich und so lange wie möglich. Und dann, wenn du nicht mehr kannst, dann lässt du auch hier los, gehst in die Entspannung und schaust, beobachtest, wie sich die Entspannung auch dort ausbreitet und sich dein Zielstate auch dort ausbreitet und deutlicher und tiefer wahrnehmbar wird. Und auch hier auspendeln, wieder zurück zum natürlichen Atmen, tief Luft einatmen, anhalten. Und Hals und Kopf anspannen, so fest du kannst und so lang du kannst. Und wenn es nicht mehr geht, dann lässt du auch hier los, gehst in die Entspannung und beobachtest regelrecht, wie sich dein Zielstate auch im Hals und Kopf ausbreitet. Und du nicht nur in die Entspannung umschaltest, sondern auch in das Zielgefühl. Auch entspannen, auspendeln, zurück zum natürlichen Atmen. Wenn es wieder geht, wenn es sich richtig anfühlt, tief Luft einatmen, anhalten. Und nun die Beine bis runter zu den Füßchen, Füßchen wie ein Äffchen am Baum, regelrecht verkrampfen und anspannen, so fest es geht, solange es geht. Und wenn es nicht mehr weiter geht, dann mit einem Schlag umschalten in die Entspannung, fühlen, wie sich der Bereich entspannt und wie sich in die Entspannung hinein dein Ziel ausbreitet. Auspendeln, zurück zum natürlichen Atmen.
Nochmals tief Luft einatmen und anhalten und den ganzen Körper anspannen, deine Ganzheit, so wie du dich jetzt ganz fühlst, von Kopf bis Fuß und aus dem Innersten bis zur Haut, spannst du dich ganz an, so lang du kannst, so fest du kannst. Und wenn du nicht mehr kannst, dann lässt du mit einem Schlag los und gehst ganz rüber in die Entspannung, so weit und so gut du das jetzt kannst. Den einen oder anderen Bereich noch nachträglich entspannen und wahrnehmen, wie sich dein Ziel in deiner Ganzheit ausbreitet. Wieder auspendeln, zurück zum natürlichen Atmen. Tief Luft einatmen, anhalten, Ganzheit anspannen, so fest es geht, so lang es geht. Und dann, wenn es nicht mehr geht, loslassen, in die Entspannung gehen, wahrnehmen, wie sich dein Ziel in deiner Ganzheit noch weiter ausbreitet, noch tiefer geht. Und noch einmal, tief Luft einatmen, anhalten, ganz anspannen, hochkommen lassen, was hochkommen will. Jetzt gehen wir tiefer, sobald du loslässt, gehst du so tief du kannst mit dem ganzen Körper in eine Entspannung und lässt das Zielgefühl noch tiefer, noch weiter sich in dir ausbreiten. Wenn unangenehme Empfindungen auftauchen, in die Selbstumarmung gehen, von Herzen her halten, von Herzen halten, sich zeigen lassen, beobachten, wie es sich verändert, in ständiger Fluktuation und Bewegung und Veränderung ist und sich auflösen lassen. Nun den Prozess einfach beobachten. Da kommt etwas in Bewegung, da kommt etwas in Gang. Da läuft ein Prozess ab, während wir in diesen State hinein wechseln. Normalerweise können wir wie bis zu einem Zustand kommen, wo wir das Gefühl haben, dass der Prozess rund ist. Und solange sollten wir das auch wahrnehmen und beobachten, was dabei passiert. Das sollte sich grundsätzlich gut anfühlen. Wenn sich das gut anfühlt, dann bitte abbrechen, gegebenenfalls nochmal von vorne anfangen und darauf achten, den Herzraum wirklich zunächst zu erobern, ganz zu sich zurückzukommen. Wenn du das Gefühl hast, dass der Prozess rund ist, dann können wir weitergehen. Dann leeren wir uns in Anführungsstrichen und kehren erstmal zurück zum Herzraum, zurück zur Selbstwahrnehmung, zurück zur Selbstumarmung, ganz zu uns selbst, zurück in unseren eigenen Raum. Und dazu nochmals tief Luft einatmen, anhalten und die Ganzheit anspannen. Hochkommen lassen, was hochkommen will, solange wir können, so fest wir können. Und dann, wenn es nicht mehr geht, mit einem Mal loslassen, rauslassen und den ganzen State rauslassen und beenden. Der Entspannung nachfühlen, auf die Entspannung achten, auf die Entspannung, auf die Selbstumarmung achten. Und ganz in den kuscheligen Raum, ganz in die Selbstwahrnehmung und Selbstumarmung überswitchen. Wieder zurück zu dir selbst. Auspendeln, wieder zurück zum natürlichen Atmen. Und dann gleich nochmal tief Luft einatmen, Luft anhalten. Anspannen, die Ganzheit von Kopf bis Fuß, solange das geht, so fest das geht, hochkommen lassen, was hochkommen will,
Und auch hier wieder, wenn es nicht mehr geht, mit einem Schlag loslassen und umschalten auf die Entspannung und auf die Selbstwahrnehmung, in die Selbstumarmung gehen, nur sich selbst wahrnehmen, sich umarmen und diese Selbstumarmung, diese Selbstannahme, diesen kuscheligen Raum von Kopf bis Fuß wahrnehmen und ebenso von Kopf bis Fuß wieder vollständig zu sich zurückkehren. Gegebenenfalls nochmals. Und wenn es sein muss, auch nochmals. Dann, wenn wir auch hier das Gefühl haben, dass der Prozess rund ist und wir authentisch das Gefühl haben, vollständig bei uns selbst angekommen zu sein, gehen wir das Ganze nochmals an und gehen jetzt in das Komplementär. Also wenn du jetzt Männlichkeit wahrgenommen hast, dann probieren wir jetzt die Weiblichkeit. Wenn du jetzt Weiblichkeit wahrgenommen hast, dann probieren wir jetzt die Männlichkeit. Also tief Luft einatmen, die Luft anhalten, solange du kannst, so fest du kannst, die Ganzheit anspannen, deine Ganzheit, dich ganz von Kopf bis Fuß. Solange das geht und dann, wenn das nicht mehr geht, mit einem Mal in die Entspannung umschalten und in die Entspannung das Komplementär hinein auftauchen lassen. Auch hier genügt erstmal, wenn du nur einen Funken davon wahrnimmst. Atme tief ein, halte die Luft an, solange du kannst. Und lass uns zunächst den Brustkorb anspannen, so fest du kannst, solange du kannst. Und wenn du jetzt umschaltest, lass dieses Gefühl, was du angepeilt hast, den State, lass den im Brustkorb genau da, wo du dich entspannst, auftauchen und ausbreiten, genau in die Entspannung hinein. Fühl der Entspannung nach, entspanne den einen oder anderen Bereich nochmals bewusst. Pendel aus, kehre wieder zurück zur natürlichen Atmung. Und wenn du dich dann bereit fühlst, dann nochmal tief Luft einatmen und anhalten und dann den Bauchraum anspannen. So fest und so lange du kannst. Und wenn du jetzt loslässt, dann lass das angepeilte Gefühl, den State, die Rolle, den Prozess in dir auch in den Bauchraum hinein auftauchen und sich ausbreiten in die Entspannung hinein. Dann auspendeln. Zurück zum natürlichen Atmen. Und dann nochmals tief Luft einatmen, anhalten. Wirbelsäule rauf, Schultern, Arme, Hände, bis in das Fingerspitzengefühl, bis in das feine Fingerspitzengefühl. Anspannen, Fäuste bilden, so fest du kannst, wie Wut. Alles hochkommen lassen, was jetzt dran ist. Und dann, wenn du nicht mehr kannst, loslassen und umschalten, in die Entspannung, der Entspannung nachfühlen. Und das angepeilte Gefühl, den angepeilten State sich auch ausbreiten lassen, bis in die Schultern, Arme, Hände, bis in das Fingerspitzengefühl. Und wenn es im Fingerspitzengefühl angekommen ist, dann nimm deinen ganzen Körper mit diesem Fingerspitzengefühl wahr, auf diese feine, sensible Art und Weise von Kopf bis Fuß. Und weiter auspendeln, zurück zum natürlichen Atmen. Und dann, wenn es wieder passt, wieder tief Luft einatmen, anhalten,
Und jetzt das Becken anspannen, so fest du kannst. Im Beckenboden die Muskeln, die für dich da auftauchen, die für dich greifbar sind, spanne sie gezielt an, so gezielt wie möglich und so fest wie möglich und so lange wie möglich. Und dann, wenn du nicht mehr kannst, dann lässt du auch hier los, gehst in die Entspannung und schaust, beobachtest, wie sich die Entspannung auch dort ausbreitet und sich dein Zielstate auch dort ausbreitet und deutlicher und tiefer wahrnehmbar wird. Und auch hier auspendeln, wieder zurück zum natürlichen Atmen. Tief Luft einatmen, anhalten und Hals und Kopf anspannen. So fest du kannst und so lang du kannst. Und wenn es nicht mehr geht, dann lässt du auch hier los, gehst in die Entspannung und beobachtest regelrecht, wie sich dein Zielstate auch im Hals und Kopf ausbreitet. Und du nicht nur in die Entspannung umschaltest, sondern auch in das Zielgefühl. Und auch entspannen, auspendeln, zurück zum natürlichen Atmen. Wenn es wieder geht, wenn es sich richtig anfühlt, tief Luft einatmen, anhalten. Und nun die Beine bis runter zu den Füßchen, Füßchen wie ein Äffchen am Baum, regelrecht verkrampfen und anspannen, so fest es geht, solange es geht. Und wenn es nicht mehr weitergeht, dann mit einem Schlag umschalten in die Entspannung, fühlen, wie sich der Bereich entspannt und wie sich in die Entspannung hinein dein Ziel ausbreitet. Auspendeln, zurück zum natürlichen Atmen. Nochmals tief Luft einatmen und anhalten und den ganzen Körper anspannen, deine Ganzheit, so wie du dich jetzt ganz fühlst, von Kopf bis Fuß und aus dem Innersten bis zur Haut, spannst du dich ganz an, solange du kannst, so fest du kannst. Und wenn du nicht mehr kannst, dann lässt du mit einem Schlag los und gehst ganz rüber in die Entspannung, so weit und so gut du das jetzt kannst. Den einen oder anderen Bereich noch nachträglich entspannen und wahrnehmen, wie sich dein Ziel in deiner Ganzheit ausbreitet. Wieder auspendeln, zurück zum natürlichen Atmen. Tief Luft einatmen, anhalten, Ganzheit anspannen, so fest es geht, so lang es geht. Und dann, wenn es nicht mehr geht, loslassen, in die Entspannung gehen, wahrnehmen, wie sich dein Ziel in deiner Ganzheit noch weiter ausbreitet, noch tiefer geht. Und noch einmal tief Luft einatmen, anhalten, ganz anspannen, hochkommen lassen, was hochkommen will. Jetzt gehen wir tiefer. Sobald du loslässt, gehst du so tief du kannst mit dem ganzen Körper in eine Entspannung und lässt das Zielgefühl noch tiefer, noch weiter sich in dir ausbreiten. Wenn unangenehme Empfindungen auftauchen, in die Selbstumarmung gehen, von Herzen her halten, von Herzen halten, sich zeigen lassen, beobachten, wie es sich verändert, in ständiger Fluktuation und Bewegung und Veränderung ist und sich auflösen lassen. Nun den Prozess einfach beobachten.
Da kommt etwas Bewegung in Bewegung, da kommt etwas in Gang, da läuft ein Prozess ab, während wir in diesen State hineinwechseln. Normalerweise können wir wie bis zu einem Zustand kommen, wo wir das Gefühl haben, dass der Prozess rund ist. Und solange sollten wir das auch wahrnehmen und beobachten, was dabei passiert. Das sollte sich grundsätzlich gut anfühlen. Wenn sich das gut anfühlt, dann bitte abbrechen, gegebenenfalls nochmal von vorne anfangen und darauf achten, den Herzraum wirklich zunächst zu erobern, ganz zu sich zurückzukommen. Wenn du das Gefühl hast, dass der Prozess rund ist, dann können wir weitergehen. Dann leeren wir uns in Anführungsstrichen und kehren erstmal zurück zum Herzraum, zurück zur Selbstwahrnehmung, zurück zur Selbstumarmung, ganz zu uns selbst, zurück in unseren eigenen Raum. Und dazu nochmals tief Luft einatmen, anhalten und die Ganzheit anspannen. Hochkommen lassen, was hochkommen will, solange wir können, so fest wir können. Und dann, wenn es nicht mehr geht, mit einem Mal loslassen, rauslassen und den ganzen State rauslassen und beenden. Der Entspannung nachfühlen, auf die Entspannung achten, auf die Entspannung, auf die Selbstumarmung achten und ganz in den kuscheligen Raum, ganz in die Selbstwahrnehmung und Selbstumarmung überswitchen. Wieder zurück zu dir selbst. Auspendeln, wieder zurück zum natürlichen Atmen. Und dann gleich nochmal tief Luft einatmen, Luft anhalten, anspannen die Ganzheit von Kopf bis Fuß. Solange das geht, so fest das geht, hochkommen lassen, was hochkommen will. Und auch hier wieder, wenn es nicht mehr geht, mit einem Schlag loslassen und umschalten auf die Entspannung und auf die Selbstwahrnehmung, in die Selbstumarmung gehen, nur sich selbst wahrnehmen, sich umarmen und diese Selbstumarmung, diese Selbstannahme, diesen kuscheligen Raum von Kopf bis Fuß wahrnehmen. Und ebenso von Kopf bis Fuß wieder vollständig zu sich zurückkehren. Gegebenenfalls nochmals. Und wenn es sein muss, auch nochmals. Und jetzt nehme mal in die eine Hand die Männlichkeit und in die andere Hand die Weiblichkeit. Wie in einer systemischen Aufstellung. Wenn dir das nichts sagt, wenn du kein Gefühl dazu hast, dann höre dir vielleicht erstmal das Video zur hypnotischen Systemik an. Stell es dir gewisserweise einfach vor, du hältst in der einen Hand die Männlichkeit und in der anderen die Weiblichkeit. Du hast gerade beides intensiv erfahren, dich eingeschwungen, den Blickwinkel verändert, über dich hinaus gewachsen, dich eingefühlt. Du bist in den Schuhen des jeweils anderen ein paar Minuten gelaufen, geistig gelaufen sozusagen. Also nimm in die eine Hand die Männlichkeit und in die andere Hand die Weiblichkeit und lasse dieses Gefühl langsam die Arme hochwandern. Du musst da jetzt keine konkreten Gefühle haben. Wichtig ist praktisch nur die Energie. Jetzt lässt du diese Energie, lässt du dieses Phänomen, was da die Hände hochwandert, die Arme, Ellenbogen, die Beuge, das sind die empfindlichsten Stellen des Körpers, die Beugen, die sensiblen. Also achte auf die feinen Gefühle, achte auf eine liebevolle Selbstwahrnehmung, geh streichelnd durch den Körper, vorsichtig und lass dieses Gefühl weiter rauf bis zu den Schultern auf beiden Seiten,
und dann in dein Herz. Und aus deiner Mitte heraus erfülle dich mit dieser Verschmelzung dieser beiden Gegensätze. Lass diese Verschmelzung von männlich, weiblich sich in deinem ganzen Körper ausbreiten. Brustkorb, Bauchraum, Becken, Beine runter, Knie, Kniekehle, runter bis zur Ferse und runter bis zu den Fußflächen, wo du sonst den Boden berührst, und bis in jeden einzelnen Zeh. Versuch mal nachzufühlen, ob du jeden Zeh fühlen kannst, und lass los, lass dieses Gefühl auch dorthin und rauf, Hals und Kopf. Und aus deiner Mitte heraus auch wieder zurück in Schultern, Arme, Hände bis in das Fingerspitzengefühl und switche einmal komplett um in die Verschmelzung, in die Einigung von männlich und weiblich. Und dann nochmals, um das auch zu verstärken und zu verankern, tief Luft einatmen und anhalten. Und die Ganzheit, deinen ganzen Körper, deine Ganzheit anspannen, so fest du kannst und so lange du kannst. Und dann, wenn du nicht mehr kannst, dann lässt du los und schaltest komplett drüber in die Entspannung und lässt in diese Entspannung, diese Fusion der Gegensätze eintauchen, auftauchen. Auspendeln, zurück zum natürlichen Atmen und dann nochmals tief Luft einatmen, anhalten und nochmals deine Ganzheit, dich ganz anspannen von Kopf bis Fuß, aus deiner Mitte heraus bis zur Haut, deine Ganzheit anspannen, so fest du kannst, so lang du kannst. Und dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann nochmals loslassen, rauslassen, in die Entspannung gehen, der Entspannung nachfühlen und in die Entspannung hinein, diese Fusion von männlich und weiblich, diese Einheit, diese Verschmelzung stattfinden, geschehen lassen, auftauchen lassen. Und fühle dem Prozess einfach nach. Soweit sich das alles gut und positiv anfühlt, lass diesen Prozess geschehen und lass männlich und weiblich in dir verschmelzen und nehme wahr, was das mit dir macht. Beobachte diesen Prozess und lass ihn so lange ablaufen, bis du das Gefühl hast, dass dieser Prozess rund ist. Solange körperliche Empfindungen stattfinden, kribbeln oder Energien durch den Körper gehen, ist der Prozess noch am Werkeln. Je mehr du das auf der körperlichen Ebene wahrnimmst, umso mehr passiert auch mit dem Körper, mit dir, umso mehr kommt in Bewegung und in Veränderung. Und die kannst du zulassen, geschehen lassen, beobachten und wahrnehmen. Und wenn du möchtest, wenn du dabei Schwierigkeiten hast, dann machen wir das nochmal über die Anspannung des ganzen Körpers, deiner Ganzheit, deine Ganzheit wahrnehmen. Nochmals ganz in die Entspannung hineingehen und deine Ganzheit wahrnehmen, wie sie diese beiden gegensätzlichen Kräfte in dir fusioniert. Wenn der Prozess abgelaufen ist und du das Gefühl hast, dass der Prozess rund ist, dann kehren wir nochmals zu uns selbst zurück durch die Selbstumarmung. So nehme dich einfach selbst in den Arm und lass deinen Herzraum auftauchen und lass deinen Herzraum von ganz alleine sich ausweiten, weiter runter, Solarplexus, Bauchraum, auch weiter rauf, Schultern, Arme, Hände bis in die Fingerspitzen. Runter in das Becken, Beckenboden, die Beine, Knie, Kniekehle,
Ferse, Füße, Fußflächen, alle Zehen, Bauch, Hals und Kopf. Wenn du das brauchst, spann nochmal an und entspanne. Wenn irgendwo Verspannungen auftauchen, kannst du auch gezielt anspannen und entspannen und gezielt den Raum sich ausweiten lassen, gezielt noch tiefer in die Entspannung gehen und kehrst ganz zu dir zurück. Gehst in die Selbstumarmung und hältst dich regelrecht in deiner Umarmung selbst. Willkommen zurück. Ich möchte noch eine Anmerkung zur Fusion von männlich und weiblich geben. Diese Verschmelzung der beiden Gegensätze, diese Verschmelzung von Schwarz, Weiß, 0, 1, männlich, weiblich. Die ist nicht nur einfach ein dritter Punkt, die ist nicht nur einfach etwas Drittes oder ein drittes Geschlecht. Diese Verschmelzung beinhaltet eine Unendlichkeit und eine Vielfalt, die sich zwischen den beiden Extremen ausdrücken kann. Gerade die Fusion und die Einheit der Gegensätze, der Pole, ist wie ein Prisma und eröffnet alle Farben, eine Unendlichkeit an Varianten und Kombinationsmöglichkeiten. Es ist nicht nur einfach ein dritter Punkt. Wir triangulieren zwar, also wir bilden gewisserweise einen dritten Punkt, und zwar für die Verschmelzung, für die Einigung. Und dieser Punkt der Verschmelzung ist das Herz. Es ist die Liebe. Es ist die Kraft, die in der Lage ist, alles zu umarmen, alles zu integrieren und dadurch auch zu heilen, anzunehmen, zu verzeihen und Verzeihen auch anzunehmen. Deswegen nenne ich das auch eine kognitive Grundkraft. Wir bilden den dritten Punkt der Trinität, Triangulation über das Herz und gleichen dort die Pole und die Gegensätze aus und erreichen damit aus den Gegensätzen, aus den Polen, aus der Dualität heraus die Unendlichkeit und die Vielfalt. Wenn sich das für dich gut angefühlt hat und du das vertiefen möchtest, dann kannst du das nochmal dir anhören und in einen erweiterten Archetypus eintauchen. Also für Fortgeschrittene würde ich empfehlen, einfach auch mal durch toxische Männlichkeit bzw. toxische Weiblichkeit hindurchzugehen, durch beides. Und das letztendlich aber zu fusionieren in einem dritten Aspekt, der die Heilung mit sich bringt. Ne? Im ersten, wenn ihr durchgeht durch die toxische Männlichkeit, dann auch diese von Herzen her halten, bis sich das Gefühl des Toxischen auch aufgelöst hat. Bis ihr wirklich wieder im Herzen angekommen seid. Und das Gleiche auch bei der toxischen Weiblichkeit. Das, was dabei rauskommt, ist dann jeweils die geheilte Männlichkeit, die geheilte Weiblichkeit. Also wer sich das zutraut und sich dabei wirklich gut fühlt, dem würde ich tatsächlich sogar ans Herz legen, wenn ihr etwas fortgeschrittener seid, da hindurchzugehen. Allen anderen würde ich tatsächlich solche Archetypen wie die Muttergöttin oder in dem Sinn den Vatergott empfehlen und ans Herz legen. Wenn du Schwierigkeiten mit dem Gottesbegriff da drinnen hast, dann würde ich dich bitten, es zumindest mal zu reflektieren, zumindest mal auszuprobieren, dich dort hineinzuversetzen. Wie bereits gesagt, ist, wenn du dabei heftige Empfindungen hast, nichts gesagt darüber, dass es jetzt Gott, Göttin und so weiter geben würde, sondern es ist das, was du, die Absicht, mit der du dort hineingehst und die Bilder, die in dir geprägt worden sind zu diesen Begriffen, sind das, was du auslöst, das, wo hinein du dich versetzt.
Du könntest dann im Nachhinein aufgrund der Erfahrung nachforschen, was genau diese Prägungen, diese Erfahrungen, diese Bilder, diese Einstellung von dir ist, die zu dem einen oder anderen Effekt führt. Ansonsten würde ich empfehlen, einen Archetypus zu kreieren, der eben einerseits weit über das hinausgeht, was wir bisher mit Männlichkeit oder Weiblichkeit verbunden haben. Und dafür ist der Gottesbegriff ziemlich gut geeignet. Also sowas zu nehmen wie die Männlichkeit der Zukunft oder die Weiblichkeit der Zukunft. Ne? Die ideale Männlichkeit, die ideale Weiblichkeit der Zukunft. Es kann ja auch sein, dass wir voll an die Wand fahren. Also es braucht eine klare Absicht dahinter, was das Bild ist, was der Prozess genau sein soll. Und diesen Archetypus können wir uns regelrecht kreieren. Den, mit dem du dich wirklich wohlfühlst, die Polarität und Dualität, mit der du dich da wohlfühlst, diese zu vereinigen und sozusagen den Geschlechterkampf in dir befrieden.